hier spricht Hör mal zu. Haben wir zufällig eine Schere? Eine Schere? Ja, ein zweischneidiges Instrument mit Grifflöchern an den Enden. Arbeitet durch Hebelwirkung. Mit Drehpunkt in der Mitte. Sehr praktisch zum Schneiden von Papier und sowas. Oh, danke, Albert. Gern geschehen, Chef. Kommt Mrs. Beresford heute gar nicht? Doch, doch. Sie sagte, sie hätte vorher noch eine wichtige Verabredung. Ah. Ist was Besonderes? Sie zerschnipseln da doch nicht die Filmseite, oder? Nein, mach ich nicht. Ach, Gott sei Dank, da ist nämlich ein Artikel über die Ratte drin. Dass du dich auch für Tiere interessierst, ist mir völlig neu. Es ist ein Film. Hauptrolle Ivan Novello. Ach, ja, ich verstehe. Sie drehen auch eine Fortsetzung, Der Triumph der Ratte. Faszinierend. Du magst Ivan Novello, nicht wahr? Er hat sehr viel Talent. Ja, dann muss ich ihn mir wohl ansehen. Sie werden sehen, Sie sind nicht enttäuscht. Ist jemand daheim? Tappens. Na, sowas. Hey, Mrs. Beresford, was für ein schicker Hut. Ich dachte, ihr würdet es gar nicht bemerken. Du hast gehofft, es merkt niemand. Das war also deine wichtige Verabredung, ja? Ja, ich weiß, er ist ein bisschen extravagant. Aber da war dieses neue kleine Geschäft in der South Morton Street. Ich konnte einfach nicht widerstehen. South Morton Street? Wie man weiß, eine teure Gegend. Wart ihr auch fleißig ohne mich? Waren wir das, Albert? Hier war es ruhig wie im Grab, Miss. Tut sich denn gar nichts? Du siehst die Annoncen durch? Ja, warum nicht? Ich glaube, du findest auf Seite 17, hinter du her bist. Oh, danke, Chef. Mrs. Beresford und ich gehen einen Happen essen, Albert. Sollte zwischenzeitlich jemand kommen mit einem Problem für das ausgezeichnete Detektivbüro Blunt, etwas, was nicht warten kann, dann findest du uns im, Im Ritz? Rat noch mal. Dies entzückende kleine Bistro in Soho? Wieder daneben, in unserer Kneipe um die Ecke. Oh. Ja, wie sollen wir uns sonst diesen sündhaft teuren Hut leisten? Bis dann, Albert. Na wunderbar. Ja. Ich besser sein. Wie kommst du, dass du auf einmal so wild auf das einfache Leben bist? Geduld bitte. Du wirst es schon erfahren. Ich frage mich nur, ob sich eins der hochnäsigen Mädchen hier herablassen wird, uns zu bemerken. Ach, entschuldigen Sie. Ausgerechnet, der muss mir sowas sagen. Ich mach das schon. Ja. Wunderbar. Sie nimmt Kurs auf unseren Tisch. In Ihrem Unterbewusstsein brodeln wahrscheinlich schon Spiegeleier mit Schinken und kräftig gebrühter Tee. Ja. Wir nehmen Kotelett mit Rosenkohl und Erbsen, bitte. Oh, und ein paar Pommes frites, ja. Einen großen Kaffee, ein Brötchen und Butter und eine platte kalte Zunge. Zunge, Pommes mit Kotelett, zwei Gemüse, großen Kaffee, Brot und Butter. Nein, nur einmal bitte. Für den Herrn Käsekuchen und ein Glas Milch. Was, ich bekomme... Käsekuchen und Glas Milch. Sonst noch was? Tja, ich... Nein, danke. Das war nun absolut überflüssig. Wieso? Aber ich hasse Milch. Und Käsekuchen sieht immer so billig und trübsinnig aus. Boah. Es war deine Idee, einfach essen zu gehen, nicht meine? Hört sich nicht übel an, kalte Zunge. Also, was ist nun wirklich los? Pack schon aus, Tommy. Warum soll ich dir das sagen? Soll ich sie zurückrufen und Reispudding bestellen? Nein, nein, nein. Käsekuchen ist fabelhaft. Danke. Tja, also zuallererst, um es mal ganz objektiv und offiziell zu sagen. Das Geschäft läuft gar nicht toll im Moment. Im Grunde existiert es fast gar nicht. Ja, das ist das Problem, kurz gefasst. Aber ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Die Lösung ist einfach und ich darf sagen, ebenso brillant. Ich sitze auf glühenden Kohlen. Es ist doch so, kommen die Geschäfte nicht zu uns, müssen wir zu den Geschäften gehen. So wie der Prophet zum Berg, ja? Welch origineller Gedanke. Tony. Aber um nun endlich zum Thema zu kommen, das Geheimnis von Sunningdale. Ach, das Geheimnis von Sunningdale. Also, hier ist ein Bild von Captain Anthony Cecil. Heute im Daily Leader erschienen. Ich frage mich immer wieder, warum die Zeitungen nicht pausenlos verklagt werden. Sieh dir das Foto an, Tommy. Völlig verschwommen. Als einziges ist da ein Mann zu sehen, mehr aber auch nicht. So spricht weibliche Eitelkeit. Unsinn. Gesunder Menschenverstand. Wie dem auch immer sei, als ich sagte, das Sunningdale-Geheimnis, hätte ich richtiger gesagt, das sogenannte Geheimnis. Vielleicht ein Rätsel für die Polizei, für einen intelligenten Menschen nicht. Du meinst, du hättest es bereits gelöst? Nein,
Nicht ganz. So, bitte, Zungenplatte. Der Käsekuchen. Und das Glas Milch. Also, weiter. Der Hunger ist mir vergangen. Nein, 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 ich meine Captain Cecil. Ach so, verstehe. Es mag ungefähr 3 Wochen her sein, dass man das Grauenvolle entdeckte. Anfangs glaubte man an eine Herzattacke. Das stimmte nicht. Die sofortige ärztliche Untersuchung bewies zweifellos, dass der Mann ermordet worden war. Mit einem Stich ins Herz. Mit einer Hutnadel. Man stellte außerdem fest, dass der Mann seit mindestens 18 Stunden tot war. Was bedeutet, dass man ihn am Nachmittag zuvor ermordet haben musste? Ja, stimmt. Liebling, sprich nicht mit vollem Mund. Tja. Jedenfalls bekommt die Sache dadurch ein völlig anderes Gesicht. Offensichtlich. Also, wer ist die letzte Person, die Captain Cecil lebend sah? Vom Mörder mal abgesehen. Sein enger Freund und Geschäftspartner, Mr. Wilfried Hollaby von der Procupine Versicherungsgesellschaft. Es hatte sich Folgendes ereignet. 3 Männer, die jedes Wochenende Golf spielen, haben sich auch dieses Mal wieder verabredet. Einer der Männer verhält sich merkwürdig. Er war völlig in Ordnung, als wir anfingen. Dann kam diese Frau. Ja, ich habe sie flüchtig gesehen. Auffallend groß, im braunen Mantel. Ja, es schien mir, als ob sie auf ihn warten würde. Sie gingen zusammen weg. Und was wollte sie von ihm? Wenn ich das wüsste. Ja, und das dürften die letzten Menschen gewesen sein, die Captain Cecil lebend gesehen haben. Beängstigend. Sie sind fertig, ja? Ja, fertig, danke. Na, was sagst du, Liebling? Weißt du, Tommy... Was meinst du? Gibt es eine Mrs. Cecil? Ja, die gibt's. Aber sie war nicht da, sie hat Freunde besucht. Auch Kinder? Nein. Dienstboten? Ja, ein Ehepaar, das Cecils Landhaus betreut. Aber die verbrachten ihren freien Tag in der Stadt. Wer sonst hätte ein Motiv für den Mord haben können? Anscheinend niemand. Und die Polizei? Ziemlich ratlos. Aha. Womit wir wieder bei dem geheimnisvollen weiblichen Wesen in Braun wären. Wer war sie? Das weiß niemand. Keine Sorge, ich brauche höchstens eine halbe Stunde. Wofür? Fürs Packen, wofür sonst? 2, 3 Kleider brauche ich schon. Kleider? Wofür? Du erwartest doch von mir nicht, dass ich auf einen Golfplatz gehe in diesem Aufzug. Mit anderen Worten, wir sind doch die Propheten, die zum Berg gehen. Wir werden alles sein, was du willst, mein Schatz. Und alles, was nötig ist, um diese mysteriöse Frau in Braun zu finden. Denk an meine Worte. Sie ist der Schlüssel zu diesem Mord. Hallo, Albert. Wir sind wieder da. Worauf wartest du bloß? Ich mache mir Gedanken über diese Doris Evans. Doris Evans? Ja, sie ist eine kleine Person, zierlich und blond und ganz und gar nicht wie die Frau in Braun. Was hat Doris Evans damit zu tun? Wie es scheint, alles. Die Polizei hat ihr den Mord zur Last gelegt. Oh je. Ja, ja, ganz recht. Oh je. Also, wenn du mich fragst, Happens, von einem bin ich absolut überzeugt. Was wäre? Wenn du so weitermachst, bist du in einer halben Stunde nicht fertig mit Packen. Sagst du mir bitte, was wir über Doris Evans wissen? Nicht sehr viel. Ausgenommen, dass man in ihr die Mörderin sieht. Sie leugnet standhaft, aber sie ist in Untersuchungshaft. Gibt es Beweise? Nein, nur Indizien, aber ganz schön belastende. Als zum Beispiel Cecils Leiche untersucht wurde, fand man eine Strähne blonden Haares in seinen verkrampften Fingern. Um einen Knopf seiner Jacke waren ein paar Fäden feuerroter Wolle gewickelt. Nicht sehr viel, wie gesagt. Aber die Polizei hat sehr gründlich untersucht. Sorgfältige Nachforschungen führten sie zur Bahnstation. Sie werden entschuldigen. Könnten Sie mir sagen, wo ich Captain Anthony Cecils Haus finde? Captain Cecil? Ja, Miss. Gehen Sie etwa eine halbe Meile die Straße rauf, ein Landhaus auf der linken Seite. Liegt ein wenig zurück von der Straße, aber Sie können es nicht verfehlen. Danke. Guten Abend, Sir. Guten Abend, Madam. Guten Abend. Guten Abend. Wir hätten gern Ihr schönstes Zimmer, bitte. Mit schöner Aussicht, wenn möglich. Ich glaube, das lässt sich machen, Madam. Ah ja, wir haben Glück. Die Jägersmann-Suite ist soeben frei geworden. Jägersmann-Suite? Wie passend. Nomen est omen. Wenn Sie bitte unterschreiben würden. Ja, sicher. Liebling, sind wir heute Blunt oder Beresford? Hm? Ja, ich weiß nicht. Was meinst du? Ich weiß auch nicht. Entscheide du. Oh nein, du. Raffiniert. Ja, du meinst doch beide. Genau das. So, das wär's.
Mr. und Mrs. Beresford Blunt? Perfekt. Würden Sie uns bitte eine Kanne Tee raufschicken? Gewiss, Mrs. Ja, Madam. Sofort. Wie ist die Aussicht? Atemberaubend. Atemberaubend. Großartig. Du Schatz, was hat Doris Evans ausgesagt? Oh, willst du das wirklich hören? Aber ja. Ich meine jetzt. Wie soll ich, ohne das zu wissen, ein Gefühl für den Fall kriegen? Kann das nicht warten? Oh, bitte. Na gut, wie du willst. Doris ist immer bei ihrer ursprünglichen Aussage geblieben. Ja? Selbst bei dem härtesten Verhör hat sie sich nicht verplappert. Mhm. Hörst du mir zu? Natürlich. Ich habe alles verstanden. Also weiter. Du redest und ich packe aus. Aber das dauert ja ewig. Beschränke dich aufs Wesentliche. Na schön. Und bitte konzentrier dich, Tappens. Ich erzähle es nämlich nur einmal. Schon gut, ja. Also, Doris Evans ist jung, unverheiratet und ziemlich hübsch. Hört sich nach Playgirl an. Weit gefehlt. Sie ist Stereotypistin von Doris. Oh, sieh mal an, sehr achtbar. Ja, kann man sagen. Was für mich das, was passiert ist, noch unerklärlicher macht, weißt du? Eines Abends ging das Mädchen ins Kino vor etwa einem Monat. Allein? Ja. In welchen Film? Hm? Weiß ich nicht, schade. Aber... schade. Ist das von Bedeutung? Hätte sein können, wer weiß. Gleich welcher Film es war, sie ging jedenfalls in den Kino. Dieses Mädchen, das mit der Bahn ankam, besuchte die Abendvorstellung im Kino. Es lief Charlie Chaplins Moderne Zeiten. Kann ich Ihnen vielleicht irgendwie behilflich sein? Tja, ich weiß nicht. Wenn Sie es fertig brechen, dass es zu regnen aufhört. Oh. Das ist leider ein bisschen viel verlangt, aber vielleicht hilft das Ihnen. Oh, ein Schirm. In welche Richtung müssen Sie denn? Tja, ich müsste da lang. Da lang muss ich auch. Und das Mindeste, was ich tun kann, ist zu verhindern, dass Sie mir ertrinken. Ich werde mir vermutlich sowieso den Tod holen. Mein Name ist Cecil. Anthony Cecil. Oh, ich bin Doris Evans. Freut mich sehr. Warum? Er schien ein echter Gentleman zu sein. Als er deshalb vorschlug, ein Café aufzusuchen, bevor sie den Bus nahm, stimmte Doris erfreut zu. Er erzählte ihr, dass er in Sunningdale ein Landhaus hätte. Als Doris ihn fragte, ob er verheiratet wäre, sagte er, nein, er sei Witwer. Sie mochte ihn. Er war charmant und seine Manieren waren untadelig. Er schlug vor, dass sie sich wiedersehen sollten. Doris zögerte nicht, ja zu sagen. Es wurde ausgemacht, dass sie an ihrem nächsten freien Nachmittag nach Sunningdale kommen sollte. Doris fühlte sich geschmeichelt und war wahnsinnig aufgeregt. Sie hatte schon immer eine Schwäche für etwas ältere Männer gehabt. Leider verlief der Besuch völlig anders, als sie ihn sich vorgestellt hatte. Oh, Sie sind es. Haben Sie mich denn nicht erwartet? ja, aber ja, natürlich. Aber bitte, kommen Sie doch rein. Haben Sie Hunger? Ja. Gut, dann essen wir was. Ob ich wohl... Ja, was ist? Oh, nichts weiter, nur... Was? Darf ich meinen Mantel irgendwo ablegen? Ja, ja. Wohin Sie wollen, bitte. Setzen Sie sich. Gern. Es ist ein bisschen abgelegen hier, nicht wahr? Ja. Die Dienstboten haben heute frei. Oh ja. Wir sind also ganz allein. Mögen Sie Schinken? Ja, manchmal. Gut. Er ist ganz frisch. Muss ein schöner Schock für Sie gewesen sein. Sagt sie auch. Es war gar nicht, wie sie sich's vorgestellt hatte. Arme Doris. Und dann der Schwindel, dass er Witwer wäre. Und weiter? Cecil führte sich auch weiterhin komisch auf. So sehr, dass Doris allmählich bedauerte, dass sie gekommen war. Das überrascht mich nicht. Was passierte nun, dass sie am Bahnhof so völlig aufgelöst ankam? Immer mit der Ruhe. Dräng mich nicht. Entschuldige. Ich erzähle die Geschichte so, wie Doris sie immer wieder erzählt. Du machst das wunderschön. Dankeschön. Na jedenfalls, sie aßen ihren Schinken und dann schlug Cecil vor, ein Stück spazieren zu gehen und... Tappens? Hier! Was machst du denn bloß? Ich räume meine Sachen auf. Brauchst du Hilfe? Natürlich nicht. Ich bin doch kein Baby. Red schon weiter. Kannst du mich auch hören? Ob ich was? Hör mal, ich bin doch nicht taub. Ach, hör mal, Schatz. Bleib, wo du bist, du
und sprich weiter. Ich verstehe jedes Wort. Also, wir waren bei Captain Cecil, der vorschlug, spazieren zu gehen. Sie verließen das Landhaus. Hinter dem Haus gibt es einen Weg, der direkt zum Golfplatz führt. Hier ist es. Wir gehen nicht weiter. Ich verstehe nicht. Das ist das Ende. Wovon sprechen Sie? Sie kriegen mich. Sie müssen mich kriegen. Ich war dumm, etwas anderes zu denken. Es ist sinnlos, sich weiter zu verstecken. Hören Sie auf, bitte! Ich bin ruiniert, hören Sie? Ich bin erledigt. Es hat keinen Zweck, weiterzumachen. Ich entkomme Ihnen. Sie machen mir Angst. Hören Sie auf! Aber ich werde nicht alleine gehen. Niemals alleine. Sie werden mit mir gehen. Nein. Sollen Sie mich kriegen? Oh ja, sollen Sie. Aber bis jetzt habe ich Sie getäuscht. Ja, und ich täusche Sie bis zum Schluss. Die erste Kugel für Sie und die zweite für mich. Voll Angst kann sich das Mädchen losreißen und rennt zur Bahnstation. Das ist die Geschichte, die Doris Evans erzählt. Und von der sie nicht einmal abgewichen ist. Sie bestreitet energisch, mit einer Hutnadel auf Cecil eingestochen zu haben. Obwohl es unter diesen Umständen die natürlichste Sache von der Welt gewesen wäre, das zu tun. Soweit der augenblickliche Stand der polizeilichen Ermittlungen. Was ist mit dem Revolver? Wie bitte was? Ich fragte, was mit dem Revolver ist. Deiner Erzählung nach wurde Doris mit einem Revolver bedroht. Oh ja, ja. Am nächsten Tag wurde ein Revolver gefunden. In der Nähe der Leiche, im Gebüsch. Er war nicht abgedrückt worden. Ich verstehe. Das würde Doris Geschichte immerhin bestätigen. Zumindest sieht's so aus. Obwohl, wenn wir ihr glauben, und für mich bleibt das ein ziemlich großes Wenn, wer tötete dann Captain Cecil? War es die andere Frau? Die Frau in Braun, die ihn so aus der Fassung gebracht hat? Bis jetzt ist ihr Auftauchen in dem Fall noch nicht erklärt. Du hast recht. Wer war sie? War es eine Frau aus dem Dorf oder kam sie vielleicht aus London? Wenn ja, kam sie im Auto oder mit der Bahn? Ich kann... Was ist denn? Mir fiel nur gerade ein, wenn sie im Auto gekommen wäre, hätte sie doch hier übernachtet. Ach, das ist kaum wahrscheinlich. Nein, wahrscheinlich nicht. Trotzdem ein grässlicher Gedanke. Wer sie auch gewesen sein mag, sie war nicht Doris Evans, weil Doris zierlich und blond ist. Außerdem stand sie noch auf dem Bahnsteig. Und seine Frau. Cecils Frau, meine ich. Mrs. Cecil ist auch eine relativ kleine Frau. Abgesehen davon, Hollaby kannte sie selbstverständlich gut. Er hätte sie doch im Moment, als sie den Platz betrat, erkannt. Nun habe ich allerdings noch eine Überraschung für dich bereit. Die Procupine Versicherungsgesellschaft, das Unternehmen von Hollaby und Cecil, steht vor dem Konkurs. Die konnten beweisen, dass seit vielen Jahren immer wieder bedeutende Summen veruntreut wurden. Unterschlagung also? Das kann man wohl sagen. Weder Hollaby noch sein Sohn ahnten von diesen Vorgängen etwas. Sein Sohn? Ja, Hollabys Sohn ist auch mit im Geschäft. Die beiden sind jetzt praktisch ruiniert. Ah ja, der Fall könnte also auch so liegen. Captain Cecils Praktiken waren von den beiden entdeckt worden. Dann wäre Selbstmord ein verständlicher Ausweg. Man ersticht sich nicht selbst mit einer Hutnadel. Das stimmt. Das wäre auch ein zu verwirrendes Moment. Ich komme immer wieder auf die Frau in Braun. Glaubst du, sie hat ihn getötet? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß genau, dass sie es nicht getan hat. Doris Evans? Wie kannst du da so sicher sein? Sieh dir ihr Bild an. Sie hat einen Bubikopf. Keine Frau in ihrem Alter benutzt heute Hutnadeln, ob langes Haar oder kurzes. Du hast ja Mühe, diese eng anliegenden Kappen auf den Kopf zu ziehen. Sie hatte vielleicht trotzdem einen... Ach, lieber Tommy, man benutzt sie nicht als Zahnstocher. Warum hätte sie eine Hutnadel mit nach Sunningdale nehmen sollen? Ja. Nein, du hast recht. Das ist nicht logisch. Sie passt nicht zu Doris Evans. Dann muss es die andere gewesen sein. Diese Frau in Braun. Wäre die nicht so groß, dann hätte es seine Frau gewesen sein können. Ich verdächtige immer Frauen, die zufällig abwesend waren und es deshalb nicht gewesen sein können. Zu einer eifersüchtigen Frau, die bemerkt, dass ihr Mann mit einem Mädchen possiert, würde der Stich mit der Hutnadel gut passen. Ich werde sehr vorsichtig sein müssen. Ist nur ein Scherz gewesen. Du lieber Himmel, wie konnte ich denn das bloß vergessen? Was denn? Weißt du, wie spät es ist? Wir haben noch nichts gegessen. Und du musst vor Hunger umfallen. Tommy? Hm? Wäre es denn sehr schlimm, wenn wir das Abendessen ausfallen lassen würden? Oh, ich könnte mir vorstellen, dass ich es überlebe. Ich weiß nicht. Ich habe heute einfach keinen Appetit. Tja, jetzt, wo du es erwähnst, merke ich plötzlich, ich habe auch keinen. Andererseits kann ich auch nicht behaupten, dass ich schon besonders müde bin. Ich auch nicht, Schatz. Raffiniert. Mhm. Sehen wir, ob uns was einfällt. Was für ein Mensch war Captain Cecil denn wirklich?
Gibt's da Anhaltspunkte? Ein respektierter Mann nach außen hin. Eine Stütze der Gesellschaft und so weiter. Das macht es ja so sonderbar. Mord ist auch eine sonderbare Sache. Nein, ich meine nicht den Mord. Dazu ist jeder fähig. Sogar du und ich. Nein, ich meine die Geschichte von Doris Evans. Das verwirrt mich. Ich meine, sie auf diese Art aufzugabeln. Warum sollte er das tun? Warum sollte sie darauf angehen? Vielleicht hat er ein Doppelleben geführt. Sowas kommt immer wieder vor. Nein, das glaube ich nicht. Ich frage mich, wie diese Cecils wirklich waren. Was redet man so über sie? So viel sich erkennen lässt, waren sie äußerst beliebte Leute, waren in örtlichen Komitees, Wohltätigkeit und sowas. Ich meine, waren sie glücklich? Angeblich hingen sie sehr aneinander. Er ist ehemaliger Soldat, weißt du. Gutes Regiment. Hat eine Menge Geld geerbt und sich früh pensionieren lassen. Sie kamen hierher und er stieg zusammen mit den Hollabys in dieses Geschäft ein. Porcupine Versicherungsgesellschaft. Es hat den Anschein, als wäre er der Letzte gewesen, dem man die Veruntreuung auch nur eines Pennys zugetraut hätte. Wie du schon sagtest, irgendwie passt alles nicht zusammen. Vorwärts, Bess. Na, mach schon. Keinen Hunger, Liebling. Mhm. Dann greif zu. Es gibt keinen Zweifel daran, dass Cecil der Gauner war, ne? Wer hätte denn das Geld veruntreuen sollen? Die beiden Hollabys. Aber die sagen, sie sind ruiniert. Sagen sie? Sie haben vielleicht alles auf eine andere Bank gebracht, unter anderem Namen. Zappens wirklich. Dann eben irgendwohin. Sieh mal. Wenn sie nun spekuliert haben mit dem fremden Geld, ohne dass Cecil was wusste, und hätten dabei alles verloren. Was? So was passiert doch. Dann wäre ihnen der Tod von Cecil doch sehr gelegen gekommen, meine ich. Das heißt, du beschuldigst die beiden Gentlemen des Mordes an ihrem Freund und Geschäftspartner. Warum nicht? Aber, Liebling, du scheinst eines zu vergessen dabei. Cecil ging weg von Hollaby. Das wurde beobachtet von Barnard und Leckie. Und Hollaby verbrachte den restlichen Abend mit Freunden daheim. Na und, wenn schon? Noch was, mein Schatz. Bleibt noch die geheimnisvolle Hutnadel. Ja, die Hutnadel, ich weiß. Mir scheint, du hast dich drin verbissen, dass die Hutnadel beweist, dass das Verbrechen von einer Frau begangen wurde. Tut sie das nicht? Ach, was? Ihr Männer seid unmöglich. Unmöglich und altmodisch. Ihr habt überhaupt keine Fantasie. Na, ich muss schon bitten. Es dauert ewig, bis man euch von vorgefassten Meinungen abbringt. Zum Beispiel? Zum Beispiel. Da Hut- und Haarnadeln weibliches Zubehör sind, müssen sie unweigerlich auch weibliche Waffen sein. Das klingt doch logisch für mich. Aber es ist fantasielos. Ich habe Hut- und Haarnadeln bestimmt seit 4 Jahren nicht mehr benutzt. Das stimmt, ja. Du hast recht. Dann glaubst du also... Es war ein Mann, der Cecil getötet hat. Aus dem Mord wurde durch die Hutnadel ein weibliches Verbrechen. Tommy, du bist ein Golfer. Du hast oft in Sunningdale gespielt. Du kennst also den Golfplatz recht gut. Du bist als Detektiv zwar das erste Mal dort, aber als einfaches Mitglied hast du... Wie sagt man? Manche Runde gespielt, ja. Tappens, was willst du sagen? Du weißt, was passiert, wenn jemand sein Spiel unterbrechen muss. Schatz, willst du nicht erst zu Ende frühstücken? Oh. Nein, hab keine Zeit mehr. Guten Morgen. Morgen, Sir. Ob Sie mir die bitte in den Wagen legen? Tut mir leid, dass du warten musstest. Oh, das macht nichts. Das war es wert. Ich überlege gerade, ob ich nicht auch ein paar Schläger haben sollte. Da würde niemand drauf achten. Wir sind Barnard und Leckie. Wir spielen auf das 16. Loch zu. Und Hollaby und Cecil spielen da oben. Und beide sehen wir das blaue Golfjackett von Cecil. Aber was sehen wir eigentlich so genau? Da stimmt etwas nicht. Wieso hatten Sie die Frau nicht früher gesehen? Wer? Barnard und Leckie? Sie konnte nicht vom Damenfeld rübergegangen sein, das hätten Sie bemerkt. Eigenartig, auch auf dem Fußweg war sie Ihnen nicht aufgefallen. Wart mal, Tappens. Tommy. Hab ich's mir doch gedacht. Ich verstehe gar nichts. Verstehst du denn nicht? Diese Hütte kann man vom Platz aus nicht sehen. Hier konnte jeder auf den richtigen Moment warten und dann erscheinen, wie sie es getan hat. Ja, perfekt. Wofür? Für jemanden, der sich verkleiden wollte. Sag mal, wäre es denn schwer für einen Mann, zu einer Frau zu werden und sich dann wieder in einen Mann zu verwandeln? Tja, das kommt drauf an.
Es müsste ja nur aus der Entfernung echt aussehen. Hör zu, Tappans. Ich weiß jetzt, wie es passiert ist. 1,5 Minuten höchstens hat es gedauert. Nicht eine Frau in Braun. Es war ein Mann, als Frau verkleidet. Deshalb war sie so auffallend groß. Sie und Cecil gingen zusammen weg. Sie verschwanden. Und da ist es passiert. Der Mord, ja? Da drüben im Gebüsch wird eine Leiche frühestens am nächsten Morgen entdeckt. Aber es hätte bestimmt jemand gehört. Was gehört? Der Tod muss auf der Stelle eingetreten sein. Ich habe Männer während des Krieges so sterben sehen. Sie schreien oder hufen nicht. Ein Gurgeln oder Aufstöhnen und ein kurzes, trockenes Husten. Es war nicht Cecil, der Doris Evans im Kino aufgegabelt und hierher eingeladen hatte. Es war nicht Cecil, der mit ihr zum Platz ging und sie zu Tode ängstigte. Das alles war ein Mann, der sie Cecil nannte. Doris Evans wurde erst später verhaftet, nach 14 Tagen. Sie hat die Leiche nie gesehen. Wäre das geschehen, wäre im Nu das mörderische Komplott aufgeflogen. Alles war genau geplant. Die blonde Haarsträhne, die roten Wollfäden, die man bei ihm fand. Sie wurde hergelockt, einzig zu diesem Zweck. Und auf gerissene Weise reingelegt. Das stimmt was nicht. Was denn? Hollaby. Hollaby? Also ich gebe zu, dass Barnard und Lecky nicht sehen konnten, ob das Cecil war oder nicht. Aber willst du mir weismachen, dass Hollaby, der Mann, der mit ihm spielte, sein Gesicht nicht sehen konnte? Meine Teuerste, das ist wirklich der springende Punkt. Hollaby wusste es. Und du hast das vermutet. Und wenn wir recht haben, sind Hollaby und sein Sohn die wirklichen Veruntreuer. Und haben das Ganze zusammen geplant. Dann war Hollabys Sohn also der Mörder. Ja, er ist etwa so alt wie Cecil und ebenso groß. Er wusste, dass Cecils Frau an dem Tag weg war und hatte sich einen Abdruck des Schlüssels beschafft. Er ist nicht zur gerichtlichen Untersuchung erschienen. Warum sollte er? Niemand fragte, wo war Hollabys Sohn an diesem verhängnisvollen Nachmittag. Was hat er damals vorgehabt? Wenn Doris Evans damals im Kino traf, war Hollaby Jr., der vorgab, Cecil zu sein. Wenn sie über dessen Foto zufällig stolperte, das Bild in der Zeitung war so schlecht, dass sie ihn unmöglich erkennen konnte. Du sagst es. Die Lösung. Alles passt zusammen. Erstmal zu Scotland Yard. Und achte darauf, dass das brillante Detektivbüro Blunt die Anerkennung erhält, die es verdient. Dann nichts wie heim und einen gemütlichen Abend zu zweit. Einverstanden? Ja. Oh, Tappens. Nicht wieder ein Abend im Nightclub. Oder eine furchtbar dumme Komödie. Muss ja nicht sein. Was dann? Ich überlege nur gerade, ob wir auf dem Weg nach Hause nicht kurz Halt machen könnten. Das heißt... Ja? Na, das entzückende kleine Geschäft in der Moulton Street, du weißt schon. Hast du was dagegen? Ne? Dagegen? Du hast es verdient. Oh, Schatz. Hallo, hier spricht. Hör mal zu. Retro-Krimi.